Achieved. Hallihallo meine lieben Freunde, bald sind Hessen und damit gibt es in dieser Woche ein kleines SS3 Multiplayer Video. Wir testen und bewerten für euch, damit euch kein Spiel mehr enttäuscht. Und da sind wir im Game Test von Assassin's Creed 3 und die Map irgendwas hat gewonnen. Artifact the Soul spielen wir nämlich. Auf der Map New York Brewery. So, jetzt wird das erstmal so laufen, dass die beiden Leader der Teams suchen sich ihre Charaktere aus, die das Team spielen soll. Das seht ihr ja gerade, gerade gewechselt. So wie es aussieht, wären es die beiden Frauen, ja. Also das heißt, mal sehen, welchen Team ich bin. Ich vermute, ich bin rechts, ja. Also, jetzt sehen alle aus dem einen Team so aus wie diese nette, sweet, orangehaarige, dunkelblonde Frau. Und die anderen sind diese französische Gartentante. Ey, ich hab schöne Haare. Kill the enemies. Ja. Artifact Assault ist im Prinzip Capture the Flag nur in Assassin's Creed. Es geht eigentlich größtenteils, dass der einzige Unterschied ist, dass man zwischendurch versuchen muss, sich so unsichtbar wie möglich zu bewegen. Das Problem ist nur, die Gegner sind so Prestige-Shinies, das heißt, sie sind so übertrieben gut drauf wahrscheinlich, so übertrieben gut. Das ist einer von meinen, okay. Ich versuche mir jetzt das mal zu holen hier. Er hat geklaut, okay. Nein. Okay, der war betäubt. Ich habe das Ding, ich habe das Artefakt, ich versuche jetzt wegzukommen. Genau, ich habe die Flagge im Prinzip gerade. Das Artefakt ist so eine Art, keine Ahnung was. Ich habe einen Precheser auf mir drauf. Ich muss hier irgendwie raus. Danke. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wo muss ich hin? Fuck. Falsche Richtung. Drop hier, da sollte man vielleicht auch hinlaufen. Ach, geht doch nicht. Leute. Oh. Nein. Oh, fuck, da wurde ich gedisst. Ja, ich habe mir den Weg noch nicht so gut eingeprägt gerade. Die Map kenne ich auch noch nicht mit Artifact Assault. Aber jetzt schauen wir uns mal an. Ärmel hochgekrempelt, dann geht's weiter. Ey, läuft bei dir. Die wollen wir jetzt mal vernichten hier. So, haben wir, okay. Nice. Er steht immer noch 0-0, was eigentlich ziemlich unglaublich ist, weil meistens verliere ich Artifact Assault, weil ihr seht das hier in der Liste. Die Leute mit dem Stern dahinter sind so Prestige-Shinies, das heißt, spielen das Spiel so etwas zu lange vielleicht. Und das Ding ist, dass jetzt hier ist im Gegnerteam auch noch ein Prestige 99er. Ich will gar nicht wissen, wie lange der schon spielt. Ich glaube, ich hol's mir jetzt. Komm, go. Hier ist bestimmt eh einer. Da war. Ich habe ihn gesehen. Ah, was? Als ob sie das konnte von da hinten losspringen. Wie logisch ist das? Ja, ist das ein bisschen brutal. Die hat mir da ein bisschen dezent in den Kopf. Hat keiner gesehen, Nichts passiert. Ja, normalerweise, wenn man das jetzt hier nicht im Teammodus spielt, dann läuft das so, dass man versuchen muss, alles so geheim wie möglich zu machen. Oh, Multikill. Kill life, nice. Ich versuch's mir wieder zu snacken. Ah, da war einer und könnte erst ein Kill. Ja gut, schade. Das Ding ist nämlich, dass... Da, ihr habt ja gerade schon gesehen, das sind zwei Bereiche eingeteilt. Also die Gegner haben einen Bereich, das ist dieses, wenn ich durch diese rote Wand bin. Ist deren Bereich, wo ihre Flagge steht oder ihr Artefakt steht, und unser Bereich ist dieser weiße. Das Ding ist, in deren Bereich können die mich töten und ich die nur betäuben. Und andersrum halt in unserem Bereich. Alter, was ist denn los mit dir? Mann, schon wieder Contested Kill. Ja, also ihr habt gerade gesehen, ich hätte die jetzt nicht töten können. Die kann mich halt nur töten, aber ich habe halt noch einen Contested Kill gekriegt. Oder Honorable Death, weil ich es noch geschafft habe, sie so Konter anzugreifen, so ein bisschen. Es steht immer noch 0-0, glaube ich. Wird auf jeden Fall eine spannende Runde. Alter, hallo? Das war ein Gegner. Die da, das war ein Gegner. Oh, das wollte ich gar nicht. Ach, nice. Gut, ich habe eine Fähigkeit gerade von mir eingesetzt, wollte ich zwar eigentlich absolut gar nicht, das war total fail, aber egal. Ich versuche es da durchzusprinten. Die Fähigkeit, die ich gerade nutze, ist die Rauchbombe, da kann man besser betäuben. Ist es schon geklaut? Nein! What? Kann ich irgendwas für die machen? Nee, ne? Was? Das steht 3-0, steht gar nicht 0. Toll. Steht hier noch ein Gegner? Ja, da ist er. Ja, hab ich gesehen. Das finde ich mal ein bisschen mies. Also erstmal, okay, klar, ich hätte vielleicht erstmal gucken sollen. Ich hatte ja echt eine relativ gute Position. Ich spiele auch gerade ein bisschen lazy. Ein bisschen overaggressive. Ein bisschen greedy. Aber das Ding ist... Da ist einer. Ist er das bestimmt? Ist er das?
Nee, es sind Civilian, ja geil. Also die Kill-Animationen sind teilweise richtig geil, so wie ich es gerade zum Beispiel schon gesehen habe, Alter, das sah ja mal gekonnt aus, würde man sagen. Hallo. Und wir raus. Das nehme ich eine. Manchmal sieht man das immer, wie die sich benehmen. Das ist schon ziemlich heftig, das merkt man ziemlich krass. Na? Na, komm her. Alter, das ist so behindert. Guckt euch das an, wir stehen hier uns gegenüber durch diese Wand. Okay, ich versuche jetzt mal mich durchzuschneiden. Jetzt eh gesehen, ja, ja, da ist sie gelaufen. Und da ist sie. LOL! Als ob du mich gekillt hast! Ich war gerade durch die fucking Wand! Volles Spielchen um die Wand, Alter, wer zuerst durch ist. Oh, ich hab mich vom Level 8er killen lassen, nice. Der hat auch viel mehr Punkte als ich, ich war gerade irgendwie übelst. Ja, ich bin irgendwas Level 47, ich hab das früher mal relativ viel gespielt. Komm jetzt gerade erst wieder ein bisschen rein. Ich versuche mich jetzt mal hier so unsichtbar wie möglich zu verhalten. Vielleicht komme ich ja mal durch. Wäre egal, wenn wir wenigstens einen Punkt hin könnten. Also wahrscheinlich zerstört nämlich der Level 99er. Ja, der zerstört nämlich jetzt ziemlich. So, jetzt ist nämlich so, jetzt muss ich ja gar nichts drücken, weil jetzt läuft mein Champ, wollte ich schon sagen, mit der Gruppe mit. Das Problem ist, die Gruppe läuft aber raus. Das war doof. Oh, ich habe dir gemerkt. Ja, jetzt haben wir die betäubt, weil sie einen von meinen erwischt hat. Nice, jetzt müssen wir durchsprinten, weil jetzt wissen die, dass ich da bin. Lauf! Okay, wir haben es. Jetzt versuchen wir hier durch rauszukommen. Nein! Oh, nee! Nein, 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 Contest Kill ist es. Oh, Mann. Okay, ja, die Animationen sind ziemlich... ziemlich radikal, um das dezent auszurücken, würde ich mal sagen. Also, der Modus, das ist auf jeden Fall so ein Spiel, weil es heißt, Twitter Online ist halt auf jeden Fall mal was anderes, weil man halt wirklich eigentlich sich da durchschleichen muss. Deswegen kann man, das ist auch so ein Spiel, das kann man eigentlich nicht, so ein Multiplayer, den man nicht mit Musik dabei anspielen kann. Weil man halt eigentlich versuchen muss, oder ist er, ne? Okay, sie ist gerade da, versuche ich jetzt mal. Ah, sie läuft hinter mir her, scheiße. Ja, konnte es okay wieder. Weil man eigentlich versuchen muss, so ein bisschen vorsichtig zu sein. Das Problem ist aber, die Prestige-Heinis sind halt schon so übertrieben drauf, dass sie es eigentlich schon immer irgendwie riechen. Und man sieht es halt auch, wenn du dich ein bisschen besonders verhältst, dann kannst du meistens auch irgendwie erahnen. Ich glaube, ich defende jetzt mal kurz. Okay, ich muss was erzählen. Also man kann es meistens schon irgendwie erahnen, wenn halt einer von denen das ist. So, weil er sich dann ein bisschen auffällig benimmt und nicht so wie die Bots. Wie die KI. Künstliche Intelligenz. Lol, da ist gerade eine Gruppe in mir gespawnt. Ne? Ist das ein Gegner? Nee, das wäre sehr merkwürdig. Your teammate has killed Nika. Ja, okay, würde ich mal sagen. Ich helfe ihm mal. Er hat mich gerade geklaut. Nein! Fuck. So, ich stehe hier einfach voll nicht auffällig. Vielleicht kann ich mich ranmogeln, ich versuch's mal. Das Problem ist, man merkt halt auch wegen dem Flüstern. Ah, das ist bestimmt einer. Nein! Was nicht? Fuck, das ist eine... Nein! Ich habe dieses Flüstern gehört, man hat immer dieses Flüstern, das ist dann so ein Beweis dafür, okay, ein Gegner ist nah. Ich dachte halt, okay, die rennt auf mich zu, die wollte das jetzt so unglaublich geheim machen, aber es war natürlich einfach der Typ hinter mir, wie behindert, ey. Scheiße. Oh man, tricky tricky. Die Artefakte back in the base. Ja, die Level 99 zerstört, glaube ich gerade ziemlich, ja. Mach die. Egal, ich will jetzt einmal versuchen, das Artefakt zu klauen. Also auch zu erobern, meine ich. LOL! Vor allem, das ist eigentlich die beste Option, mal zu betäuben, ohne dass das hier irgendwie, was wollte ich jetzt sagen? Dass ich meinen Raubbaum benutzen muss, weil sonst habe ich eigentlich nur die Raubbaum als Chance. Vielleicht muss meine Fähigkeit mal ein bisschen ändern. Man kann die halt irgendwie mal anpassen, wenn man Erfahrungspunkte hat und so. Aber ich habe es halt schon länger nicht mehr gemacht. Deswegen habe ich die jetzt nicht geändert. Ich habe mich da unten die Fähigkeit natürlich auch schon ein bisschen erwähnt. Der Rauchbombe, die habe ich. Dann habe ich so ein nettes, Hä? Ich hatte gerade die Gegner in unserer Art. Ne, das Ding ist halt, genau, ich habe da unten diese Rauchbombe und ich habe da noch dieses komische Klimper-Ding und halt eine Pistole. Pistole ist eigentlich auch ganz geil in dem Modus, aber ich finde diese Scheiben sind da irgendwie... Eskortieren! Okay, das war schon meine. Nein, das war natürlich keine schon wieder WTF! Oh, ich schaff's immer die Falschen zu töten, was ist denn los mit mir, Leute? Alter!
Oh mein Gott, ey, so ein typischer Johnny bin ich gerade, so ein typischer Johnny. Ich krieg's gerade nicht hin, alter Schwede. Oh Mann. Aha, fail like Johnny. Man sollte den Beinamen Johnny dafür haben, dass man verkackt oder so. Oh nee, scheiße. Das geht ja. Egal. Wir geben nicht auf. Niemals. Wir machen sie fertig. Total in den Anus. Machen wir sie fertig. Er hat das Artefakt. Wo sind die Gegner? Da. So, die haben wir schon mal. Ich habe einen gekillt, jetzt gerade den er betäubt hat. Ich versuche ihn jetzt zu eskortieren. Okay, das hat schon mal ganz gut geklappt. Alter, du. Ja, wir haben es gewonnen. Nice! Du bist richtig gut, Buddy. Ich krieg die jetzt noch, komm, ich krieg die jetzt noch. Nein! Ah, fuck! Okay, ich hab sie betäubt, nice, war schon ganz gut. So, der Problem ist, sie wird wahrscheinlich fertig sein, bis ich durch bin und das Spiel ist fertig, bis ich durch bin. 5, 4, 3, 2, 1. Nein! Oh, sie killt mich noch in der letzten Sekunde, weil ich in die Arme laufe. Was? Unglaublich. Oh mein Gott, you killed the Johnny. Unbelievable. Ja, okay, die haben natürlich gewonnen. Macht für ein Wunder. Mit dem Prestige 99er. Ist natürlich auch gekonnt. Ja, Prestige irgendwie, ich glaube, man muss schon Level 90 werden, bis man Prestige wird. Und dann nochmal 99 Level Prestige. Ey, ich habe eine Auszeichnung bekommen. Ich habe die meisten Stunts. Okay, jetzt habe ich sie irgendwie nicht mehr. Da steht sie zumindest nicht mehr. Aber ich war da gerade auf dem Bildschirm. Ihr habt's gesehen. Das war der Beweis. Doch nicht die Johnny-Runde. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis in den Herbstferien. Oder wenn die bei euch noch nicht anfangen, dann bis irgendwann in den Herbstferien. Bei mir fängt jetzt direkt Semester an, wenn die Herbstferien sind. Das heißt, ich habe da drin eigentlich weniger Zeit wieder. Wird spannend. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, zeigt mir das. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.